Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Titan Quest, nicht Divinity 2. So wie ich beim letzten Mal gesagt habe, und ich frage mich gerade, bin ich hier richtig? Weil in der letzten Folge, das kann ich ja schon mal so sagen, während ich mich hier durch die Monsterhorden schnetzle bis zu dem Punkt, wo wir letztes Mal aufgehört haben, in der letzten Folge habe ich sowohl Polyphemus als auch die Gorgonen Königinnen besiegt, was ich schon ziemlich cool fand. Dadurch ist das Video zwar ein bisschen länger geworden, aber das ist ja egal. Zumindest habe ich jetzt diesen Sold des Polyphemus-Besiegens erfüllt und wir können auch in der Story weitermachen, denn die Gorgonenköniginnen sind ja auch durch meine Hand niedergestreckt worden. Und komm, die Monster sind mir jetzt egal. Ich hoffe, ich laufe gerade richtig, weil sonst habe ich gleich ein mordsmäßiges Problem. Ich laufe nicht richtig. Nein. Und das Spiel leckt gerade wieder total, aber das ist mir egal. Ja, hier ging's lang. Nicht da. Ach komm. Die sind mir egal, ich gehe einfach weiter. Wenn die was von mir wollen, dann sollen sie halt nachkommen. Und wenn ich ihnen nicht wichtig genug dafür bin, dann können sie mich auch gleich in Ruhe lassen. So, da ist wieder die allseits bekannte Polyphemus-Statue. Warum hat das jetzt nicht funktioniert? Egal. Da war was, genau. Und das Skelett, was denn noch war, ist mir egal. So, in den Höhlen der Pythia haben wir die Gorgonenkönigin besiegt. Sprechen Sie mit der Frau. Besiegen Sie die Gorgonen, ist geschafft. Liebe Leute, Titan Quest macht mich manchmal doch ein klein wenig sauer. Ich bin weggegangen. Ich habe das Spiel beendet. Was bedeutet, die Monster respawnen? Das hätte ich voraussehen sollen. Ich habe aber nicht dran gedacht. Was ziemlich dumm von mir war. Und jetzt muss ich die drei eben nochmal besiegen. Aber ich glaube ehrlich gesagt, dazu habt ihr keinen Bock. Also ich glaube nicht, dass ihr da nochmal Bock drauf habt, euch das anzugucken. Deshalb pausiere ich jetzt einmal die Aufnahme. Da sind auch noch Truhen. Und wir sehen uns gleich wieder. So, die Gorgonen sind besiegt. Noch einmal, ihre Speere liegen hier, beziehungsweise nicht nur ihre Speere, sondern ihre Waffen liegen hier auch wieder alle, aber die werde ich nicht aufnehmen. Sondern ich werde jetzt mit dieser jungen Frau hier sprechen, mit Feiern. Ich kann nicht glauben, dass die Gorgonen mich ausgetrickst haben. Ich werde diesen Fehler kein zweites Mal begehen. Hast du von dem Terkine gehört? Er ist ein großer Zauberer, der Bestien und Monster beschwören kann, damit sie rauben und zerstören. Mein Dorf wurde von diesem fürchterlichen Terkine angegriffen. Alle wurden getötet, außer mir. Ich habe ihn vom fernen Osten bis hierher verfolgt. Ich hätte mich ja auch schon gerecht, wenn diese Gorgonen mich nicht fast in Stein verwandelt hätten. Er marschiert mit seinem Heer jetzt nach Athen. Inzwischen wird die Stadt wohl schon belagert sein. Wenn du diesen Terkine sehen möchtest, dann solltest du ihn besser vor mir finden, denn ich werde mich rächen. Okay, offenbar haben wir es hier mit einem mächtigen Monster zu tun, dem Telkinen. Und sie hat noch was zu sagen, weil ihr Ausrufezeichen ist immer noch gelb. Vielen Dank, aber wir müssen uns verabschieden. Ich habe... Meinetwegen auch das, okay. Jetzt gehe ich erstmal... Jetzt gehe ich erstmal zurück, weil wegen Sachen verkaufen und Tränke. Ich brauche unbedingt neue Tränke, denn ich habe gerade fast den Rest meiner ohnehin schon am Anfang der Folge wenigen Tränke eingebüßt.
Und deshalb kaufe ich mir jetzt nochmal schnell welche und verkaufe ein paar von den Sachen, die ich gerade mit mir rumschleppe. Klingen, Schilde, Tränke, Beinschienen, Bögen, Helme aller Sorten. Oh, kann ich dir helfen? So, jetzt habe ich hier nur noch die Gorgonensachen. Die kann ich natürlich nicht die ganze Zeit mit mir rumschleppen, weil die nehmen viel zu viel Platz weg. Und in meiner Dings kann ich sie auch nicht lassen. Bei meinem Karawanentreiber, weil da ist auch nicht genügend Platz. Deshalb gucke ich jetzt einfach mal. Die Axt. Das war gar keine Gorgonen-Axt. So, Gorgonenkrone haben wir einmal hier. Die ist schon mal gar nicht magisch. Das bedeutet, die kann weg. Die beiden haben hier noch magische Fähigkeiten. Wobei ich die dann hier bevorzugen würde. Denn die haben alle die gleichen Anforderungen. Bloß die haben dann noch bessere Boni. Und die hat bessere Boni als die hier. Deshalb kommst du weg. Bögen benutze ich sowieso nicht. Und Speer. Stimmt, ich habe ja noch ein zweites Waffenset. Ein Speer benutze ich auch nicht. Hier diese Schärpen. Da gibt es ja auch zwei ohne irgendwelche Boni. Die hat Boni. Dann haben wir hier Gorgonenstulpen. So, jetzt habe ich nur noch die hier. Mal sehen, kann ich das denn bei meinem Karawanentreiber einlagern? Wahrscheinlich auch nicht, aber... Ah, noch ein Reisender mit Sachen, die verstaut werden wollen. Wollen nicht, ich verstau sie einfach nur so. Die kann ich verstauen, das ist schön. Gute Reise. Tränke habe ich. Das bedeutet, ich kann weitermachen. Ja, das war gerade super. Ihr habt davon nichts mitbekommen, von dieser Schlacht, die da wieder getobt ist. Es war nicht schwerer als vorher, aber dann halt doch sehr nervig. Und hier sind noch ein paar Truhen, deren Inhalt ich doch auch gerne an mich nehmen möchte. Hier oben auch noch. Hier sind auch noch drei Truhen. So, mein Inventar ist jetzt wahrscheinlich gleich schon wieder direkt voll. Das Inventar ist einfach zu klein. Zum Glück gibt es halt in diesem Spiel diese Bonus-Rucksäcke. Davon werden wir auch noch ein paar bekommen. Zwei, glaube ich. Hoho, Spoiler. Aber ist ja egal. Ich glaube, dazu habe ich schon mal vor langer Zeit etwas gesagt. Ja, hörst du auf zu lecken, Titan-Quest? Bist du wieder lieb? Ja. Ja, es gibt natürlich auch noch... Eigentlich gibt es in der griechischen Mythologie nur diese drei Hauptgorgonen, die drei Gorgonen-Königin, die in der griechischen Mythologie aber nicht Königin heißen, sondern halt einfach nur Gorgonen. Aber wie sich das gehört, müssen hier natürlich auch noch Zehntausende von denen rumlungern. Und hier ist ein Brunnen der Wiedergeburt. Ja. Okay. Weiter geht's. Weiter geht's. In den Höhlen der Pythia. Auf jeden Fall die Quelle der Monster, die haben wir jetzt ja gefunden. Diesen mysteriösen Telkin. Der offensichtlich in der Lage ist, Horden von Monstern zu beschwören. So, wieder solche riesigen Höhlen hier. Und dieser Telkin ist dann wohl die Quelle der Monster. Wenn er sie beschwören kann, dann macht es ja nur Sinn. Nur ich frage mich, wie man lebende, denkende Wesen auf unbeschränkte Zeit beschwören kann. Ich meine, man kann auch... Natürlich, Beschwörung, Magie und so weiter ist natürlich alles Quatsch. Nein, gibt's wirklich. Alles, was in diesem Spiel vorkommt, ist real, aber... Dieser Telkin muss doch schon sehr mächtig sein, wenn er... lebende Kreaturen auf unbestimmte Zeit in der Welt halten kann. Naja, er ist halt ein starker Zauberer, deshalb... Wir sollten uns überlegen, ob wir uns mit ihm anlegen sollten. Wir haben überhaupt keine Wahl. Denn wenn wir die Monster besiegen wollen, wenn wir Griechenland retten wollen, dann werden wir wohl nicht drumrum kommen, dem Telkin Einhalt zu gebieten. Noch mehr kannst du nicht halten.
Ja, was habe ich gesagt? Inventar ist schon wieder direkt voll. Der benutzt seinen Skill manchmal nicht. Das ist so ätzend. Ich verschwende hier meine wertvolle Energie, um meine Fertigkeiten zu aktivieren. Und dann aktiviert er die noch nicht mal. Das finde ich nicht in Ordnung. Noch mehr kannst du nicht tragen. Ja, jetzt ist es endgültig voll. Hä? Ach, geht's hier noch weiter? Ja, okay. Der Abschnitt oben, der war gerade vollkommen sinnlos. Nein, Leute. Nicht sinnlos. Er hat uns Erfahrungspunkte gegeben. Und Erfahrungspunkte sind wichtig. Dieses Spiel ist ohne Erfahrungspunkte nicht zu schaffen. Und wir haben bald wieder ein Level-Up, fällt mir gerade auf. Die beiden, die drei Gorgonenköniginnen vorhin, die haben mir auch noch mal ein paar Erfahrungspunkte noch gegeben. Nicht besonders viel, aber ein bisschen. Und darum geht's ja. Und die Viecher hier, die geben mir gerade eigentlich auch ganz ordentlich Erfahrungspunkte. Das finde ich gut. Immerhin ist ein Fortschritt bemerkbar. Tod. Weg nach Athen. Wir waren noch gar nicht in Athen. Stimmt. Kann ich dir helfen? Damaskinos. Was hast du denn hier? Schriftrollen der Arkanmacht. Aha. Zeugs. Kann alles weg. Der kann nicht weg. Denn der ist besser als der Helm, den ich jetzt hab. Hat zwar keine besonderen Boni, aber... Mein Gott. Komm ruhig wieder. Hier werde ich wahrscheinlich nicht wieder herkommen. Außer vielleicht... wann anders mal. Das macht überhaupt keinen Sinn.